Und mal ein bisschen in der Mitte. Nein, ich bin hier der Kack. Guck mal, wie langsam der in der Mitte macht. Alle machen so, ne? Alle machen so, er macht so. Freunde, und somit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Sniper vs. Haider wieder. Ja, das ist die dritte Folge, es kam bei euch extrem gut an. Es ist eigentlich ein Hide-and-Seek, aber so ein bisschen mit Sniper vs. Runner gemixt. Diesmal haben wir aber eine Map gebaut von J-Edits, die extra dafür ist, Freunde, und keine Sniper vs. Runner Map auf Drop Night. Dementsprechend wird es noch wilder. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Odin ist dabei, Community ist dabei, wir gehen rein, let's go. Aber Freunde, bevor das Video losgeht, möchte ich euch meinen Partner Lootboy vorstellen. Ihr wisst ja, Freunde, die neue Season beginnt und Lootboy hat wieder direkt was Geiles am Start, denn die beliebte Bugs-Bugs-Bugs-Aktion ist wieder da, Freunde. Da kriegt ihr, wenn ihr euch ein 10er Bundle Battle Royale Premium Lootpack holt, ein Lootpack obendrauf, wo garantiert V-Bucks drin sind. Oder verschiedene Skins, Freunde. Wie der Spider-Man Zero Skin, wie der Harlequin Skin. Es gibt viele verschiedene Sachen, die ihr da drin gewinnen könnt, Freunde. Deswegen unbedingt abchecken. Das Ganze geht natürlich immer mit Diamanten oder mit Echtgeld, Freunde. Ihr seid nicht gezwungen. Die App ist natürlich auch kostenlos fürs Handy, Freunde. Ist auch kostenlos für den PC. Einfach registrieren. Und ihr könnt dann auch direkt euren Lootboy-Namen unten in die Kommentare schreiben. Da kriegt ihr einfach 13.500 V-Bucks, wenn ihr Glück habt. Lootboy sucht sich selber die Person aus, Freunde, und dann wird eine Person von euch angeschrieben und ihr könnt 13.500 V-Bucks gewinnen. Perfekt zum Season-Start, Freunde. Bevor wir die Packs öffnen, Freunde, Skin Vault ist auch noch am Start. Wenn ihr in den Packs Schlüssel bekommt, könnt ihr die natürlich gegen Skins eintauschen, Freunde. Da könnt ihr euch dann selber aussuchen, welchen Skin ihr nehmt. Deswegen ist das Skin Vault extrem geil, Freunde. Feier ich extrem. Okay, Freunde, wir öffnen jetzt und alles, was daran drin ist, was relevant für euch sein könnte, werde ich natürlich an euch verlosen, Freunde. Das erste Pack, Freunde, let's go. Ich hoffe natürlich V-Bucks, damit sich ein paar Leute davon was holen können. Leider nicht, Freunde, aber die Sachen mit dem goldenen Rand drumherum sind Steam-Vollversion. Die könnt ihr alle auf dem PC zocken, Freunde. Wir öffnen das nächste, let's go. Komm schon. NASCAR 15. Hört sich nicht schlecht an, Freunde. Für die Leute, die das feiern, auch mir gerne schreiben auf Instagram oder was weiß ich. Und ich kann euch die Codes für die Games geben, wenn ihr die zocken wollt. Okay, wir öffnen das nächste, Freunde. Hellbound. Sagt mir auch nichts, aber klingt cool, Freunde. Wir öffnen das nächste. Natürlich wollen wir V-Bucks oder einen Skin haben. Leider nicht. Man kann nicht immer Glück haben. Aber, Freunde, das Gute ist, wir brauchen kein Glück. Bei der Aktion kriegt man ein Pack, wo auf jeden Fall V-Bucks drin sind. Deswegen könnt ihr nichts falsch machen. Wir öffnen das Ding und wir kriegen einfach 5 Euro V-Bucks, Freunde. Die werden natürlich verlost. Ich zeige euch jetzt den Code. Hier unten ist der Code, Freunde. Einer kann sich den einlösen. Ist für den PC. Freunde, hier habe ich noch einen Code gefunden von letztes Mal. Habe ich vergessen zu verlosen. Hier sind nochmal 5 Euro für die PlayStation. Ja, also haben wir einen PC und Playstation-Code. Beide 5 Euro, 600 V-Bucks. Und Freunde, checkt Lootboy die Seite gerne nochmal ab, weil die haben momentan geile Aktionen am Start, weil ja auch Weihnachten vor der Tür steht, Freunde. Die haben verschiedene Gewinnspiele am Start. Es lohnt sich auf jeden Fall drauf zu gehen. Unten ist ein Link in der Beschreibung. AANDRE12 kriegt ihr ein Community-Lootpack umsonst, Freunde. Lohnt sich. Deswegen checkt die gerne ab. Unten in der Beschreibung ist Lootboy verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go. Gebaut von J-Edits, Polly und Teller, Freunde. Kuss geht raus an mein Bauteam. Ich gehe in die erste Runde Sniper rein. Und hier, wir haben hier irgendwelche Extra-Faxen. Raum 1 bis... Oha, Junge, wie viele Räume gibt es? 12 Räume und die haben verschiedene Themen sozusagen. Waffenschrank, ich nehme mir natürlich eine wilde Sniper mit, Freunde. Ich würde sagen, so eine mit Scope ist natürlich am besten, damit ihr das auch dann am besten sehen könnt. Nehmen wir mal diese Gümmel-Sniper mit, weil die zielt am besten, finde ich. Und dann gehe ich jetzt in Raum 1 rein sozusagen und wir gucken, was passiert. Wir können uns verstecken, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch zu verstecken. Danach komme ich, ne? Also müsst ihr euch beeilen. Oh mein Gott. 24 Sekunden und dann werden wir wahrscheinlich in den Raum teleportiert, Freunde. Und dann geht's direkt los. Oh mein Gott. Für die Leute, die es nicht wissen, Freunde, oder die neu sind, es ist ein Hide and Seek, aber wir bleiben in dem Raum, solange ich jemanden finde, ja? Und mein Ziel ist es sozusagen, dass das Team so wenig wie möglich an Räume gewinnt. Und die gewinnen einen Raum, sozusagen, wenn ich keinen finde. Ja, werdet ihr gleich nochmal erklärt haben. Freunde, der erste Raum ist so Computer-Raum-mäßig. Ich kann von hier einfach runtergucken. Das sollte... Ja. Alles gut. Ich hab... Mach mir keine Angst, Junge. Wer ist dieser Downy da hinterm Schrank? Wer ist das? Komm bitte hervor mit der Kokosnuss. The One Gamer. Man sieht einfach so halben Arm so rumflattern in der Luft, Digga. Ich denke mir so, hä, das war ein richtiges Scheißversteck. Aber das Ding ist, er hat es wahrscheinlich auch nicht verstanden, Freunde. Weil die Leute machen einfach in den Aufnahmen mit, aber fragen gar nicht so, yo, was muss man eigentlich machen? Sondern die machen einfach mit so. Dementsprechend nochmal, ich erkläre es jetzt. Wir haben hier verschiedene wo man sich hinter verstecken kann, Freunde. Wenn da jemand hinter ist und ich rate richtig, ich habe immer eine Frage an Odemann, zum Beispiel Odemann versteckt sich hinter jemand hinter diesem Schrank. Und wenn er ja sagt, dann kommt er hervor, dann kill ich ihn und Odemanns Team darf sozusagen nicht in den nächsten Raum gehen. Aber wenn ich
niemanden finde, ja, und ich lieg falsch, dürfen sie in den nächsten Raum und sie müssen versuchen, das Ende zu erreichen, Freunde. Und sozusagen, welches Team dann weiterkommt, hat gewonnen. Ja, das nochmal die Erklärung. Yeah, baby. Deswegen irgendwo hinter verstecken und dann bitte auch nicht mehr bewegen und nicht wie Ralra gerade mit dem halben Arm noch nach draußen gucken. Oh, du Mann. André! Meine Frage ist... Ja, stell mir deine Frage, Baby. Versteckt sich jemand ja, hinter Spaß. Holz? Hinter Holz? Ja. Okay, selbst wenn du ja sagst, habe ich jetzt eine 50-50 Chance, falsch zu liegen, Freunde. Oder es verstecken sich mehrere hinter beiden Holzkisten. Ja. Wir haben hier links eine und wir haben hier rechts eine. Okay, dann würde ich sagen, Odman, hinter der großen Holzbox, der rechteckigen. Ja. Wenn da jemand ist, bitte rauskommen. Tidim. Laber nicht. Habe ich jetzt echt bei 50-50 falsch geballert, ja, oder was? Du. Okay, dann zeigt mal, wo ihr versteckt wart. Springt am besten auf euer Objekt oben drauf. Oh mein Gott. Hä? Was ist das denn für ein Versteck? Was soll ich denn sagen? Also hinter der Barriere oder was? Also das ist ja kein Versteck, wo man irgendwie sich verstecken kann. Aber ist egal. Spawn kann man auch sagen. Nein, nein, nein. Ganz links hinter der Barriere war jemand versteckt. Aber da kann ich ja kein Versteck sagen. Ihr müsst schon ein Objekt nehmen. Oder halt am Spawn. Das ist auch okay. Aber hinter der Barriere nicht. Okay, dann lag ich aber falsch. Weil hinter der Holzkiste klein war jemand, Freunde. So, kleinen, jetzt kann ich den zweiten Raum sozusagen freischalten. Öffnest. Und ihr habt 30 Sekunden Zeit, euch zu verstecken. Und dann drehe ich mich um. Jetzt habe ich es auch verstanden. Was Jaded, ein Level. Sehr wild gebaut. Bro, du bist am... So, Zeit des Sum-Friends. Komm, ich gehe in den zweiten Raum rein. Komm! Was ich nicht verstehe, warum das so schief gebaut wurde. Also der Berg ist so mehr links und die Räume sind mehr rechts. Dementsprechend könnte man eventuell so reinluschern bei Leuten, weil sie nicht wissen, dass man so links von denen ist. Okay, das Ding ist, glänzend und golden zieht Leute mal an. Deswegen sage ich gar nichts und frage nichts, sondern ich sage, hinter dem goldenen Kevin ist jemand. Wenn da jetzt jemand ist, bitte rauskommen. Laber nicht, wirklich jetzt niemand, oder Kuckuck. Was? Okay, dann zeigt mal, wo ihr versteckt wart. Kuckuck. Okay, da waren welche. Okay, da oben kann man hoch, gut zu wissen. Oder man hat jetzt natürlich den Vorteil, er weiß das alles, wenn er dran ist, Freunde. Oh yeah. Okay, eklig. Okay, wir machen den nächsten Raum auf. Das war natürlich, ich dachte, ich mache hier 500 IQ und habe reingeschissen. Schade. So, Odeman. André, kommst du rein? Raum Nummer 3. Kommst du rein? Dir wird gleich was auffallen. Yo, die bewegen sich. Ja, wie geil. Okay, da muss man sich genauso in den Mittelpunkt stellen, dass man nicht gesehen wird. Okay, das ist schwierig, Freunde. Boah, ich weiß nicht. Okay. Also, ich glaube, die Tür können wir ausschließen, Freunde, weil das ist schon sehr schwer, da sich hinter zu verstecken, ohne dass man sie gesehen wird. Bei der Kiste und bei den Schränken ist es eigentlich egal, ob sie sich bewegen. Bei dem Eisding auch. Dementsprechend, vielleicht dachte jemand 500 IQ und hinter der Tür. Okay, Odeman. André, Mann. Ist jemand hinter dem Bücherregalen? Ein von den beiden. Dreh dich mal kurz um. Ja, ich dreh mich um. Okay, oder man weiß es nicht, Freunde. Hinter den Bücherregalen. Ein von beiden, meinst du? Ja. Okay, sag, wenn du wieder versteckt bist. Ich bin versteckt. Okay, also, Freunde, wir haben hier wieder eine 50-50-Chance. Und ich würde sagen, rein menschlich gehen die Leute eher zu dem Bücherregal, was weiter weg von der letzten Gegend ist, so ein auf den. Mhm. Deswegen sage ich, das Bücherregal, was halt näher dran ist zur nächsten Stage. Ich hab mal drauf geschossen. Das war da falsch. Laber nicht, das Junge. Halt, ja. Ach, wie viel Pech hab ich denn? Todes. Okay, zeig mal, wo ihr wart. Ich will gerne sehen, wo ich versteckt wart. Ach, nee. André, es ist OP, diese Runde, ne? Ich hab gerade noch gesagt, hinter der Tür auf der anderen auf Five-Head war jemand. Und da war wirklich jemand. Freunde, wie viel Pech hab ich gerade? Das ist schon echt eklig. Egal, wir machen Raum 4 auf. Ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja insgesamt 12 Räume. Okay. Und vielleicht kackt Odeman auch ein bisschen rein, wenn er dran ist, Freunde. Hier bewegt sich auch alles. Boah, hier ist schwierig. Oh mein Gott, hier ist OP. André! Die Zeit ist um. Raum Nummer 4. Okay. Okay. Das ist eklig, Freunde. Das ist eklig, ja. Drei bewegen sich, aber die bewegen sich so, dass man sich trotzdem hinter allen verstecken kann. Oh, was kann ich für eine Frage stellen, Freunde? Ich muss irgendwas Wildes stellen. Okay. Ja. Versteckt sich jemand... Oh mein Gott, nicht im Ernst. Was? Bist du der Kaktus? Nein. Was war das denn, Digga? Hast du mich gesehen? Ja, natürlich habe ich dich gesehen, Junge. Oh mein Gott. Du hast dich ja sogar noch bewegt. Wie sieht denn deine Sicht aus, Lul?
Heavy. Alter, check, sieht man das gar nicht, ja, oder was? Übel viel. Okay, Freunde, wir müssen gleich mal abchecken, wie das als Verstecker aussieht. Okay, aber ist ja egal. Oder man sieht jetzt meine Sicht und dementsprechend kannst du mir auch gar nicht mehr so wirklich helfen. Doch, ne? Ich weiß ja, wo die Leute sind jetzt gerade. Noch ja, aber in der nächsten Runde nicht mehr. Oder kannst also du zu denen switchen? Ah, warte, ich kann switchen. Ja, okay, wild. Dann switchen. Passt das. Ich kann snitchen. So, deswegen, meine Frage war eigentlich, aber es hat sich ja dann erledigt, ob jemand bei diesen Porzellandingern versteckt ist, weil dieser Brunnen zählt ja auch noch dazu. Mhm. Also, was heißt Porzellan? Eher so Granit oder was auch immer das ist, Freunde. Mhm. Auf jeden Fall dieses graue Gestein. Aber das frage ich jetzt nicht mehr, sondern ich frage dich, ist jemand hinter diesen Kohlepfannen? Kohlepfannen? Ja. Nein. Nein, okay, wild, Freunde. Das heißt, wir haben nicht mehr so viele Verstecke. Warte mal, ich sehe gerade, dass dieses eine, was sich bewegt, das dunkle Objekt, Freunde. Hat ein Loch in der Mitte. Oh, das heißt, entweder ist links davon einer oder rechts, aber nicht in der Mitte. Okay. Dann sage ich trotzdem, dass jemand hinter diesem Objekt ist. Okay, bitte einmal rauskommen. Bitte rauskommen, wenn das stimmt. Bei dieser Tür mit dem Loch in der Mitte. Ja. Niemand? Doch. Ihr müsst rauskommen. Ja, da. Ja, ich hab dich gesehen. Rauskommen. Kommen Sie jetzt? Zwei Leute! Das waren einfach zwei! Du hast sogar selber gesagt. Einer links, einer rechts. Ja, ja. Das war also gut. Ich dachte entweder oder, aber dass wir beide finden. Ja, Pappteller und Hustenjack, Freunde. Das heißt, ich hab insgesamt bis jetzt nur drei Leute gefunden? Nee, vier Leute habe ich gefunden. Vier Leute, ja. Von insgesamt sieben, Freunde. Ich glaube, mit sieben Versteckern habe ich hier zu kämpfen. Drei Leute sind noch übrig. Okay, jetzt wird es halt so ein Rateding. Und jetzt sage ich, hinter dem Wolf-Switcher-Zeichen da ist auf jeden Fall auch einer. Bitte hervorkommen. Komm schon. Ich muss jetzt ein bisschen was gut machen, Freunde. Es ist falsch. Na, okay, zeigt mir eure Verstecke. Heuhaufen. Hinter dem Porzellan-Ding auf jeden Fall. Und hinter da, dem. Ja, okay. Drei Leute noch. Jetzt wird es halt schwierig, Freunde. Deswegen muss man so gut wie am Anfang direkt zwei, drei Leute raushauen, wenn man schnell gewinnen will. Sonst wird es schwierig. Okay, Raum 5 ist auf. Versteckt euch 30 Sekunden. Ich drehe mich sofort um, wenn die Zeit vorbei ist. Okay. Raum Numero, was war das? 5. 5. Ja, hier haben wir so Meeresbiologen am Start. Also. Okay, Odemann, du kannst die Leute sehen, ich kann die Leute sehen, ja. Okay, dann frage ich dich direkt. Ja. Ist jemand hinter Statuen versteckt? Weil wir haben hier insgesamt 4 Statuen. Wenn du jetzt Nein sagst, dann ist es auf jeden Fall viel höher, die Chance. Nein. Ist keiner? Starke Frage, nein. Keiner ist hinter den Statuen versteckt, okay? Ja. Das heißt, wir haben noch insgesamt 6 Objekte und 3 Verstecker, Freunde. Dementsprechend haben wir hier gut ausradiert. Mhm. Und hinter der Muschel wird schwierig. Eigentlich können wir die auch rausnehmen. Bei der Koralle sehe ich da jemanden. Warte, ich will mal einen Schuss probieren. Ah, nee, mit der geht's nicht. Ich glaube, da sitzt jemand, oder? Ist es dein Schusskopf? Ich sage, auf der lilanen Koralle ist jemand. Laber nicht, das sieht aus, als würde da jemand sitzen, Digga. Da ist echt keiner, Digga. Ey, okay, dann zeig mal bitte. Und an der Muschel war jemand, an der Muschel und an der Muschel. Oha, okay, schade. Das sah echt so aus, als würde da jemand sitzen, Freunde. Ich dachte, jemand hat verkackt. Das war krass, ja. Schade. Okay, Raum Nummer 6 wird aufgemacht. Digga, Odemanns Team hier am Rasieren, Freunde. Ich habe ein bisschen Pech, muss ich sagen. Let's go. 30 Sekunden sind vorbei. Wir sind in der zweiten Etage angekommen. Nicht da. Ah, da, eher da, oder? Da. Okay, warte mal, ich bin ein falscher Sniper. So, okay. Okay, jetzt wird's schwierig. Was sagen Sie, Herr André? Guck mal, Odemann, das meiste, was hier ist ja aus Metall, ne? Mhm. Deswegen würde ich fragen, ist hinter den beiden Kartons jemand? Ja, okay, Freunde, wir haben jetzt eine 50-50-Chance und wenn wir Glück haben, sind sogar zwei dahinter. Weil ich habe das Gefühl, weil das so einzelne Dinger sind, dass die Leute sich dahinter verstecken. Und vielleicht habe ich sie ein bisschen manipuliert, Freunde, und habe immer gesagt, die meisten Leute verstecken sich eher in Richtung nächste Stage. Deswegen nehme ich jetzt den linken Karton, also der am Anfang ist. Bitte kommt jemand hervor, wenn da jemand ist. Bitte. Bitte kommt jemand hervor, bitte. André. Ist falsch. Ich muss kurz gucken. Es ist
Falsch. Laber nicht, Digga. Ja, bitte alle. Ich hab nur 50. Bitte alle mal rauskommen. Hallo? Hören die mich? Kommt die ihr raus? Die hören mich gar nicht. Kommt die hören bitte? Mich gar nicht. Ah, kommt oh mein raus. Gott. Oh nein, Digga. Hm. Ich hab schon wieder falsch geraten, obwohl ich ein gutes Objekt die gefunden habe. Dich manipuliert, Digga. Schade, Digga. Die haben okay. Dich manipuliert einfach. Raum Nummer 7 wird freigemacht. Oh jetzt hole ich mir welche, Freunde. Let's go. So, die Zeit ist um. Und die Zeit ist krumm. Mhm. Denn ihr seid alle stumm. Mhm. Was? Nicht da? Und Odemann ist dumm. Da, guck. Ah, hier, ne? Ja. Ja. Okay. Jetzt haben wir wieder so eine Sache. Odemann. André. Sind die Leute hinter so Bauerndinger versteckt? Ja, sei es der Hühnerstall, der Tracker oder dieses komische Zahnradding oder die Heuballen ja. Oder das Silo. Ja, das war auch irgendwie eine dumme Frage. Das war eine komplett dumme Frage, weil fast alles besteht da aus Farben. Ja, ich dachte, das wären so drei Sachen. Auf einmal, ich zähle so auf und es werden immer mehr. Ich denke so, oh, ein Silo, oh, noch das, oh, noch dies. Mhm. Warte mal, sehe ich da was leuchten? Hinter den Fässern. Warte mal, was war nochmal die Skins, Freunde? War da ein Skin dabei, der so rot leuchtet? Oder ist es die Map? Siehst du das, Odemann, da? Ich seh's. Ist da jemand? Ich weiß es nicht. Ist es wieder die Map, Freunde, und ich werde getrollt? Oder ist es wirklich ein Spieler? Ich muss es aber tun. Ich sag, hinter diesen Fässern ist jemand, wo ich eben gerade raufgeschossen habe. André. Wenn ja, bitte kommt hervor. Und das ist falsch. Laber nicht, Junge. Ey, Junge, ich habe so Pech bei dieser Aufnahme. Okay, ja. Zeig mir, wo ihr wart. Schrank, Trecker und das Ding. Ja. Ey, Freunde. Okay, das Ding ist, Odemann wird halt so einen dicken Vorteil haben, weil er das halt nicht zuerst macht. Aber bei der nächsten Aufnahme, wenn euch das gefällt, Freunde, fängt dann mal Odemann an, damit er dann auch diesen Nachteil hat. 25 Sekunden Zeit für Raum Nummer... Wo bin ich? Ey, 7, wir verlieren 8 fast. Oder so. Raum Nummer 8. Ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, bin ich ehrlich. Aber wir kriegen das schon hin. Oder in welcher Raum denn? Da, Bro, da, ja, ja. Okay. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Objekte und 3 Leute, Freunde. Es ist eine 30% Chance, dass ich überhaupt jemanden finde. Dementsprechend schwierig, Friends. Schwierig, schwierig. Oder, Mann. André. Ich stell die altbekannte Frage. Ja. Ist jemand hinter diesem grauen Gestein? Also da zählt alles dazu, was graues Gestein ist. Das sind 4 Objekte insgesamt oder 5. Ja. Okay, ja. Dann haben wir da schon mal eine 50-50 Chance. Warum? Rausgeholt. Hä? Warum 50-50 Chance? Weil das 5 Objekte sind, die grau sind und 5 Objekte, die nicht grau ach sind. Ach so, ja, okay. Das jetzt. Meine ich. Okay, ja. Das heißt, ich konzentriere mich nur darauf, Freunde. Und dann sage ich... einfach hinter diesem Grabstein, der hier vorne ist, dass da jemand ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, let's go, Digga. André! Raus mit dir, Junge. J-Edits und zeig mir, wo die an... Anne, zeig mir! Nein, ich habe Augen zugemacht, ich habe nichts gesehen. Falls ihr vorgekommen seid, geht gucken, wieder zurück. Gucken, die sind zurück. Okay, ich darf ja jetzt weitermachen, Freunde. Ich habe schon so aufgegeben, dass ich selber nicht weiß. Das heißt, Odemanns Frage wurde damit einfach bestätigt, Freunde. Er war dahinter. Das heißt, es muss jetzt nicht mehr so sein. Wer weiß. Deswegen sag ich... es ist die Schatzkiste in der Mitte, wo jemand ist. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Wenn jemand an der Schatzkiste ist, bitte rauskommen. Denn, es war keiner da. Okay, dann zeig mal. Nein, doch. Ich wollte diesen Küchenschrank und nehmen, rechts, Digga. Und rechts. Ja. Oh, ich dachte, zwei komm, Leute, da ist noch go. Jemand. Okay, wir machen weiter, Freunde. Raum Nummer 9. Oh. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Noch ist nicht vorbei. So, Raum Nummer 9, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Hinter dem Baum ist halt auch nochmal was. Odemann. André. Es gibt ja zweimal diese komischen weißen Sachen da, diese asiatischen Dinger, die man essen kann. Wie heißen die nochmal? Dumplings oder Dumplings, so? Dumplings, ja. Genau. Ist hinter einem von den beiden Dumplings jemand versteckt? Wo sind da zwei? Hinter dem Baum hier. Da ist noch einer, oder? Ah, ja, ja, ja. Und das ist die Frage, ob da jemand die dahinter Frage ist? Die Frage ist hinter den beiden Dumplings einer versteckt? Nein. Nein, okay, schade. Damit hätte ich gut raten können, Freunde, weil es gibt immer so zwei Objekte, die gleich sind, bei den anderen nicht so. Hinter den bewegenden Objekten, sage ich mal, ist gerade keiner. Deswegen würde ich sagen, hinter dem Drache ist jemand. Wenn ja, bitte hervorkommen. Da ist keiner, mein Freund. Ach, Digga, wo ist jemand? Sei ehrlich. Auf den Bäumen, beide auf den Bäumen.
warum bin ich auch so, Digga? Bäume gibt es doch auch zwei. Ich hab doch gesagt, ich bin einfach dumm. Wir gehen in den nächsten Raum, let's go. Wir gehen rein. Raum Nummer 10. Die Sache wird langsam gefährlich. Militärraum, mein Freund. Okay, diesmal haben wir auch wieder 3, 6, 9 Objekte. Nein! Er dachte sich, das wäre klug. Er dachte sich, das wäre echt klug. Ja, gut. Also, die Person, die hinter dem Waschding ist, wird er hervorkommen. Bolo! Lass deine Kokosnuss bei dir, Okay, das heißt, wir haben sozusagen einen Finalisten. Ne? Eine Finalistin. Und diese Person, Finalistin. Und diese Person hat sich jetzt historisch gesehen immer in den sweatiesten Ecken reingestellt. Na, es geht, ja. Dementsprechend würde ich sagen, habe ich noch eine Frage, bevor ich was sage, weil sonst wäre es wieder dumm gewesen. Odemann, ja, ist diese Person in der vorderen Reihe oder in der hinteren Reihe? Was meinst du mit, also vordere ist... Vorne gibt es 4 und hinten gibt es 5. Vordere. Vordere Reihe? Mhm. Okay, dann haben wir gut reduziert. Vorder meinst du, wenn es nach oben geht, oder hintere meinst du vor... Also da, wo die bewegenden Objekte sind, das ist die vordere Reihe? Nee, dann hintere Reihe. Die hintere Reihe. Okay. Boah, dann habe ich das Gefühl, dass die Person... Warte. Jetzt, guck mal. Da, wo die bewegenden Dinger sind, ist die vordere Reihe, ne? Ja, von mir aus ist das die vordere Reihe, genau. Okay, nein, dann ist die Person nicht in der vorderen Reihe, sondern in der hinteren Reihe, André. Sorry. Ja. Alles gut. Hattest du eben gerade auch schon gesagt. Ja, weil du guckst gerade in die vorderen Reihe. Und jetzt? Wo gucke ich hin? Jetzt guckst du in die hintere Reihe, da wo die Person auch sein könnte. Guck mal, 1, 2, 3, 4, das ist vorne. Ach so, meinst du? Und das ist hinten. Ah, okay, dann hab ich's genau. Okay, ja, vordere Reihe passt. Vordere Reihe passt? Ja, vordere also Reihe passt. Also eins von den 4 Objekten. Genau. Und hinter dem war schon einer, also habe ich jetzt eine 30% Chance, die Person zu packen, du Freunde. Hast eine 33,3% Chance. Im Periode drin, ja. Okay, Sandsack, das bewegende Kistending oder das normale Kistending? Mhm. Also bis jetzt, wie gesagt, historisch gesehen ist wahrscheinlich Celine, oder? Ja. Die versteckt sich immer in der Ecke irgendwo, wo es dann halt so richtig sweaty ist. Aber, boah, Sandsack ist auch schon so ein Ding, wo man sich safe sieht, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Okay. Ich würde sagen, wenn ich jetzt falsch rate, hat Odemann gewonnen, Freunde. Oh, weil yeah. In den nächsten Räumen die Person zu finden, ist halt eine Chance von 1 zu 10 und dementsprechend unmöglich. Okay. Ich sage... Ja. Sandsäcke. Celine, wenn du hinter den Sandsäcken bist. Ja! Yeah! Ich hab's echt, Digga. Ich wusste es irgendwie, Freunde. Ich weiß es nicht. Junge. Aber ich dachte, du sagst wirklich die Kisten, weil Bolo schon hinter diesem bewegenden Ding war, weißt du? Ja. Schade. Ja, das war schon ein bisschen reingeschissen von Bolo. Vielleicht hätte er es extra gemacht, weil ich ihm leid getan habe, Freunde. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die zweite Runde. Odemann ist dran. Wir werden aber vorher ein paar Objekte entfernen, Freunde, weil das sind zu viele. Oh, vielleicht yeah. In dem ersten Raum nicht, aber dann nach und nach, weil da fliegen ja auch ein paar Leute raus. Und dann wird es halt in den letzten Räumen eher unmöglich, jemanden zu finden. Dementsprechend löschen wir kurz Objekte und dann ist Odemann dran, Freunde. Let's go. So, Friends, wir sind am Start. Einer ist disconnected, aber wir haben jetzt weniger Objekte. Dementsprechend wird es auch ein bisschen einfacher für Odemann, die Leute zu finden. Dementsprechend gleichen wir aus. Sozusagen. Hm? Deswegen nimm dir das Schneiber. Hab ich dann. Musst du für uns den Raum aufmachen, sonst können wir uns nicht verstecken. Raum Nummer 1. Verstecken. Wer nicht geht, der hat schon. Wir haben 25 Sekunden Zeit. Boah, okay, jetzt sehe ich das auch mal von der anderen Seite, Freunde. Das ist doch gar nicht so einfach. Ist es auch nicht. Okay. Ich glaube, lass einfach die Zeit ablaufen und dann mach, Freunde, weil sonst genau wissen, ob jemand versteckt ist oder nicht. Deswegen lassen wir einfach immer die Zeit ablaufen. Wer da nicht versteckt ist, hat Pech gehabt. Und ich guck. So, drehen Sie sich um. André, du bist hinter meinem... Wo? Uns? Nein, noch nicht. Ah, ekelisch. Du musst in den ersten Dingern einen rausfetzen, ich sag's dir. Ja, muss ich echt... André, hast du da was gesehen, ja? Ich stelle die gleiche Frage wie du. Ist hinter den Kisten einer, hinter diesen Holzkisten einer? Hinter den Holzkisten ist jemand, ja. Ich sag, hinter dem großen Kasten ist jemand. Bist du dir sicher? Safe Call. Wenn jemand dahinter ist, bitte rauskommen. Da ist keiner, das kann nicht sein. Scheint wohl so keiner zu sein. Das ist eine Lüge! Hey, du warst da. Digga, das kann nicht sein. War das nicht beim letzten Mal auch so? Warte mal, war das beim letzten Mal nicht auch so? Ja, ich hatte dich da auch zuerst gepackt. Freunde, Odemann hat mich beim letzten Mal direkt gepackt, Digga. Das ist eine Chance von 5% oder so. Okay, Odemann, ich bin raus. Okay. Ja gut, jetzt habe ich natürlich getrollt, weil jetzt haben sich alle gezeigt. Ihr müsst euch jetzt in dem Raum hier nochmal neu verstecken, damit Odemann dann nochmal raten kann.
Ich werde natürlich hier rumlaufen und so alles ein bisschen beobachten, Freunde. Okay, ich drehe mich um. Boah, aber wilde Spitzhacke, Digga. Die sieht ja richtig nice aus. Okay, Odoman dreht sich um. Versteckt euch alle. Und ich sag dann Odoman Bescheid, wenn ihr versteckt seid. Boah, der war wild. Sind alle versteckt. Odoman. Andreman. Zeig mir deine Skills. Ich komm und zeig dir meine Unterhose. Naja. Andre. Ja, ich bin am Start. Die Leute denken jetzt, ich denke nicht, dass jemand hinter den Kästen ist, weißt du? Ah, weil ja, du okay. da schon warst. Okay. Deswegen sage ich, André, jemand ist wieder hinter dem Kasten, wo du warst, hinter dem großen. Falls jemand dahinter ist, bitte hervorkommen. Er versteckt sich hier, Odoman. Siehst ja. du mich? Ja. Ich sag hervorkommen, falls jemand hinter den Kästen ist, er bleibt einfach da. Blitz ihn ab. Knall ihn ab. Dash! Papritella. Digga, ich bin gut. Wer hätte das gedacht? Du bist krass, okay. Junge. Ich dreh mich um. Okay, ah, nee, alle, nee, brauchst du nicht. Alle sind versteckt. Ich gebe den kleinen Tipp, weil das ja eigentlich verboten ist. Mhm. Es gibt zwei Leute, die hinter einem Objekt versteckt sind. Mhm. Damit du Bescheid weißt. Das haben wir eigentlich gesagt, machen wir nicht. Okay, das Ding ist, André, ich ja? weiß, dass ich vorhin hinter... Ich schieß drauf, aber es ist noch nicht mein Call. Hinter diesem Ding hier am Spawn jemand ist. Warte, schieß mal nochmal. Da. Jetzt die Frage, also, ist das zählt das noch zum Spiel, weil das Indie-Map doch gehört oder nicht? Nee, das zählt nicht. Okay, gut. Das sind so Verstecke, da hat man wieder keinen Spaß an den Aufnahmen, sondern man sweatet um sein Leben. Diese Dinger okay. sind verboten. André. Das müssen wirklich Objekte sein, die du beschreiben kannst. Das Ding ist, da ist ein Objekt, den kann ich nicht sehen richtig, wegen der Welchen? Border. Der hinter dem kleinen Kasten. Wo ich jetzt gerade drauf bin, dahinter... Ja. Das ist so ein Computerschrank. Okay. Ja. Ich sage, hinter diesem Teil hier ist jemand. Hinter der Säule hier? Diese Säule. Nee, dahinter. Die Runde. Ah, die Runde. Ja. Okay. Wenn jemand hier ist, bitte hervorkommen. Also, außer ich natürlich. Und, Odoman, du liegst falsch. Junge! Sag doch direkt falsch. Ich dachte, ich liege jetzt richtig, du kleiner Hund. Okay, das Ding euch. Ist, hinter diesem Computerschrank waren echt zwei Leute, ne? Oh mein ich dachte, Gott. Du sagst, okay, dann nehme ich den. Und dann hättest du direkt die ganze Runde Gott. Auseinandergenommen. Okay, Odoman, dann mach uns den nächsten Raum auf. I make und wir it verstecken open. Uns. Raum Nummer 2. Die Zeit läuft zwar noch, aber du kannst schon anfangen. Okay, wenn du das sagst, dann werde ich es tun. Ich sag das. 3, 2, 1, ich bin da. Mag ich. Und ich habe dich gesehen. Ah, das ist der Raus. Das bin ich. Ich okay, bin raus. André. Ja. Okay, stellen Sie Ihre André. Frage, schießen Sie random oder was wollen Sie? Du hast zwei Leute im ersten Raum gefunden. Schon sehr stark. André. Ja? Berührt jemand nicht den Boden? Nicht den Boden? Also den Boden, geh mal eins runter. Ja? Da, diesen Boden. Berührt diesen Boden jemand nicht? I take a look. Und ja, jemand berührt nicht den Boden. Okay. Dann ist da entweder hier jemand drin oder da jemand drin. Also schieß mal gegen. Oberen Dinger. Entweder da. Ja. Oder. Halt die andere Seite. Oder die andere Seite. Ja, okay. Okay. Oder ist es beides ist in jemandem. Und ich sag aber, in diesem ersten ist einer drin. Oh, okay. Falls da jemand ist, bitte hervortreten. Und es ist niemand, Odoman, denn in der Gott, anderen Seite war jemand drin. Es war eine 50-50-Chance. Okay. Zeig. Dann mach uns den. Ach nee, du willst ja noch sehen, wo die versteckt ja. waren. Jemand war hier hinter der Treppe, ja. dann da oben, da hattest du 50-50 und Golden Kevin, Digga. Ich dachte, oh du nimmst den. Oh mein Gott. Okay. Und hier hinter noch. Okay, dann mach uns den nächsten Raum auf. Wir sind Raum Nummer 3. Hier rein. Oh yeah. Gutes Versteck. Auch ein gutes Versteck. Schwieriges Versteck. Ich glaube, es sind alle versteckt, oder Mann? Du kannst kommen. Oh mein Gott, ich bin ein fucking Genie, Bro. Warum? Denn ich sehe Schatten, mein Freund. Und ich sage, hinter der Tür ist jemand. Ich hab deinen Schatten gesehen. Du Dummkotz. Okay, Dummkotz. Du kotzt, du Dummkotz. Okay, André. Ja. Jetzt Sachen entschließen und entwerfen können. Aha. Entwerf mal. André. Ja. Versteckt sich jemand hinter bewegenden Objekten? Ich sage ja. Mein Schatz. Ich sage ja. Mein Schatz. Also hinter bewegenden Objekten ist jemand. Okay. Oh mein Gott, ich habe gerade jemanden gesehen hinter der anderen Tür. Ja, ich Digga, warum macht ihr so Fahrradmoves bei Odoman? Bei mir versteckt euch wie die krassesten. Raus, okay, sorry, ich habe ihn blockiert. So, J-Edits, you are dead.
Ich habe irgendwie Angst, dass Odemar mich trifft. Okay. Alles gut, ja, alles so. Gut. Odemar, das heißt, zwei Leute gefunden wieder. Holy moly. Okay. Ich sagte so, es leben nur noch zwei Leute, ne? Zwei Leute. Du hast vom Dinger die Runde auf Easy-Basis gewonnen, weil du hast viel mehr Leute gefunden als ich in den ersten Räumen schon. Dementsprechend rein logisch hat Odemar gewonnen. Und ich würde sagen, Odemar. André, ich sage, nach deiner Devise, ja, hinter diesem ist jemand. Diesem Schrank hier? Ja. Nein, ist niemand. Hinter dem anderen aber, gell? Okay. Ich würde sagen, beide kommt hervor. Hinter dem Thron, es war, ich wusste es, hinter dem Thron. Wo ist der andere? Und hinter dem Eiszapfendingern. Aber die Person ist gerade irgendwie nicht da. So, dementsprechend, gut, mach uns den nächsten Raum auf und ich würde sagen, du hast jetzt nochmal eine Chance, jemanden zu treffen. Du hast gewonnen auf jeden Fall, wenn du jetzt jemanden killst, auf jeden Fall gewonnen. Okay, let's go. Okay, ich sag dir so, hier sind jetzt zwei Leute versteckt und wenn du jemanden findest, ich bin fast gestorben, weil ich in die Falle, in die Dings reingegangen bin. Ja. Hast du automatisch die Runde gewonnen, weil du bist auf jeden Fall erst bei der Hälfte, wo ich war und es leben nur noch zwei. Also krass gespielt auf jeden Fall, Freunde. Okay, André. Ja. Das Ding oben, genau da oben, rechts oben. Das blaue, das hier? Das ist lila, ja. Und das bewegt sich und das sieht man kaum von hier. Ja. Sind da eine, ich habe das gar nicht gesehen. Hm. Also, wo ich oben war. André. Ja, stell mir deine Frage. What is das your Ding ist, question? Ich bin jetzt schlau. Ich kann ja jetzt fragen, ob da jemand ist. Du musst mir beantworten. Dann habe ich trotzdem noch einen Schuss frei. Vom Dinger schon. Okay, André, ist da oben jemand? Nein. Du Fettsack. Ich bin gespannt, Digga. Okay, André. Wohin geht dein Schuss, Odemar? Mein Schuss geht... Ist schon schwierig, Freunde. Ist schon sehr schwierig. Mein Schuss geht an das Schild. Schild? Ja. Ah, nee, ist keiner. Ja, es war hinter dem Brunnen, sei ehrlich. Sowas von. Es war hinter dem Brunnen und ich hinter dem Waffenschrank waren jeweils einer. Es. Das war auch gut von denen, dass sie sich beide close aneinander getan haben. Das denkt man so nicht, wenn man da oben steht, Freunde. Ja. Dementsprechend stark gespielt. Ihr beide seid sozusagen die Gewinner. Odemar hat auf jeden Fall viel besser gespielt als ich, Freunde. Und auch vielleicht mehr Glück gehabt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, lasst ein Like und ein Abo da. Wir müssen nächstes Mal ein paar weniger Objekte machen und auf jeden Fall vielleicht so machen, dass man nach jedem Kill eine Frage bekommt. Ihr könnt das ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich stecke mich kurz hier hinter, weil Odemar mich sonst abknallt. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Regeln oder so hier hinzufügen würdet, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.